Viel Spaß. Ich spreche also über Halbs Minimuseum und vorweg, wenn Sie den Eindruck bekommen sollten, der akustische Vortrag passe gerade nicht zum Bild, so ist das beabsichtigt. Und wenn Sie im Gegenteil den Eindruck bekommen sollten, jetzt passe es aber gerade, dann ist es Kunst. Seit November 2007 gibt es Halbs Minimuseum. Zeit für eine Erfolgsbilanz. Um die 50 Werke sind dort ausgestellt, 3/4 stammen aus Halbproduktion, die restlichen sind von befreundeten Künstlerinnen und Künstlern. Seit Ende 2007 ist es Interessierten nun also möglich, nach einer persönlichen Anmeldung per E-Mail im 3. Bezirk vorbeizukommen und sich die Fotos und Gemälde dort, die Skulpturen, Collagen und Objekte anzuschauen. Seit Ende 2007 vermeint es der dort wohnende Schriftsteller nun also auch kontinuierlich im Kreuz zu haben. An jedem Werktag und solange es hell ist, bei Bedarf die Schriftstellerei für ein Stündchen sein und die Besucher ein und sich auf sie einzulassen, den Garderobeservice und die ganze Multimedia für sie anzuschmeißen, sie herumzuführen oder ihnen auch ihre Ruhe für ihr Kunststudium zu belassen, sie gastronomisch zu versorgen, daneben noch ihnen auf Nachfrage mit Erklärungen das Verständnis einzelner der Werke zu vertiefen. Seit Ende 2007 steht die dazu nötige Infrastruktur. Es war mehr Aufwand als zuvor gedacht, um dahin zu kommen, dass sie jetzt also steht. Und bis hierher ging nun also die Erfolgsbilanz. Daneben stellen sich nach diesem ersten halben Jahr des Museumsbetriebs vor allem auch Fragen, wie zum Beispiel die: Angenommen, einer wohnt in einer gewöhnlichen Wohnung, macht ein Museumsschild über den Eingang und legt Öffnungszeiten fest und öffnet dann für die interessierte Öffentlichkeit. Hat er dadurch auch tatsächlich schon ein Museum? Herr Halb, wie sehen Sie das? Wohnen Sie in einem Museum? Sicher nicht im klassischen Sinn. Schauen's, aus einem klassischen Museum wäre alles Lebendige systematisch nach draußen verbannt, auf dass sich die Besucherinnen und Besucher in einem sogenannten White Cube ganz in Ruhe auf das Studium toter Gegenstände konzentrieren können. Tot bin ich aber, darauf lege ich schon einen gewissen Wert, bisher noch nicht. Insofern also kein klassisches Museum. Wenn ich auf der anderen Seite Ihren Blick auf die Bilder lenken darf, wie sie dort oben reihum an der Decke entlanglaufen und in gewisser Weise die Geschichte der Welt erzählen, das ist unser permanent Schädrobenfries. Selbst wenn sich alles sonstige Kunst zum Zwecke der Umarbeitung einmal im Depot befinden sollte, unser Schädrobenfries ist permanent. Er ist das Herz und das Rückgrat unserer Ausstellung. Sie kennen doch die Sezession am Karlsplatz? Na sicher kenne ich die. Ich habe schon verstanden, das soll eine Anspielung sein auf Klimts Beethovenfries in der Sezession. Keine Anspielung, eine Verbesserung. Beim Beethovenfries stehen die verschiedenen Motive nur notdürftig verbunden durch ornamentale Schnörkel im Grund ganz unvermittelt nebeneinander. Wir dagegen erzählen da droben eine Geschichte, die rund ist wie die Erde und entsprechend keinen Anfang und kein Ende hat. So muss ein Fries sein. Und um zur Ausgangsfrage zurückzukommen, ist die Sezession am Karlsplatz ein Museum? Ja, sicher ist sie das. Na, sehen Sie. Oder hier zum Beispiel. Das ist unsere Schönheitengalerie. Im Museum Schloss Nymphenburg in München gibt es eine Schönheitengalerie mit barocken Schönheiten. Unsere hier sind schöner. Ferner haben wir auch eine Saliera,
Das ist ja wohl ein billiger Scherz, einen normalen Salzstreuer auszustellen mit einem Schild daneben Saliera, 21. Jahrhundert. Das ist kein Scherz. Ich sag nur Fluxus. Ich sag nur Sonnensalz. Jedes Museum braucht doch heute auch sein Readymade. Na, ich weiß nicht. Und wenn ich mir den Einwand erlauben dürfte, auch noch so viele Verweise auf andere Museen machen noch lange kein Museum. Es gibt auch Anzeichen, dass es durchaus keines ist. Es gibt keine Notausgänge, keine Barrierefreiheit, keine getrennten Toiletten. Es darf geraucht werden. Da muss ich Sie verbessern. Es soll geraucht werden. Wie bitte? Ja, von wegen der Patina. Sehr witzig. Diesen Scherz können Sie sich auch nur erlauben, weil die Werke hier doch alle Hand aufs Herz bloß von bescheidenem Wert sind. Das stimmt. Das hat aber auch Vorteile. Die da wären, wenn die Bilder nun etwa Millionenwerte darstellen würden, hätten sie wohl kaum, wie es in einigen Fällen geschehen ist, mit der U-Bahn hierher transportiert werden können. Sie haben die Bilder mit der U-Bahn? Was will man machen? Für professionelle Frechter fehlte uns schlicht das Geld. Hören Sie auf! Da sträuben sich jedem Kunstfreund die Haare. So operiert doch wirklich kein Museum. Ich habe ja schon eingeräumt, dass es keins im klassischen Sinn ist. Aber wir streben das auch nicht an. Stellen Sie sich bloß vor, wir würden zum Beispiel staatlich anerkannt. Das hätte dann zur Folge, ich dürfte dann in meinen eigenen vier Wänden nicht mehr rauchen. Halbs Minimuseum ist zu besuchen und der Ort ist zu erfragen unter www.viktorhalb.at.